So, wir hatten in der letzten Stunde uns unterhalten über die Frage nach der Zweitsubstitution an Aromaten und wir haben die Rolle des Erstsubstituenten aufgeklärt. Wir haben zwei völlig verschiedene Fälle gesehen. Zum ersten Mal den Fall, dass Sie einen elektronenspendenden Substituenten haben und wenn ich jetzt mit diesem Teilkapitel fertig bin, muss ich noch ein bisschen was sagen zu verschiedenen Effekten, die dazu führen können, dass ein Elektronenspender oder ein elektronenakzeptierender Substituent da ist. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Effekte. Und haben zeigen können, dass zum Beispiel im Fall von Medoxygruppen, dass die Zweitsubstitution in Ortho und Para stattfindet und nicht in Meta. Der Grund dafür war relativ klar, weil es eine ausgezeichnete, privilegierte Resonanzstruktur gibt hier, in der die positive Ladung, die ja normalerweise auf dem Benzolkern oder auf dem, hier jetzt auf dem Zyklohexadienkern sitzt, dann in den Substituenten hineinkonjugiert wird. Diesen Typ von Ladungsverteilung, den können Sie sowohl bei der Ortho- als auch bei der Parasubstitution sehen, der ist allerdings nicht möglich im Metafall. Im Metafall haben Sie diese privilegierte Resonanzstruktur, das ist hier der Metafall, haben Sie diese privilegierte Resonanzstruktur nicht. Konsequenterweise ist die entsprechende Zwischenstufe nicht stabilisiert oder nicht besonders stabilisiert und konsequenterweise läuft Ihnen einfach die Ortho- und Meta-Substitution geschwindigkeitsmäßig davon. Das heißt nicht, dass diese Position deaktiviert ist. Das bedeutet einfach nur, dass diese beiden anderen Positionen extrem aktiviert sind und deshalb die Substitution deshalb deutlich schneller vonstatten geht. Ne? So. Das heißt, man findet, wenn man solche elektronenspendenden Substituenten hat oder elektronenschiebenden Substituenten hat, findet man, dass auch die Geschwindigkeit der Zweitsubstitution, wenn man das mit der Geschwindigkeit der Substitution im Benzol vergleicht, enorm ansteigt. Wahrscheinlich mehrere Zehnerpotenzen. Also das ist richtig ein muskulöser Effekt. Ja? Also das ist schon knackig. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch den entsprechenden Fall jetzt ansehen, wo man deaktivierende Substituenten hat, das heißt also elektronegative Substituenten hat. Und zwar in dem Fall wären das Substituenten wie zum Beispiel Nitro oder Cyano oder Carbonyl oder Ester oder auch CF3-Gruppen. Ich möchte Ihnen das jetzt vorstellen, den Fall der Zweitsubstitution am Nitrobenzol. Aber die Argumente, die wir am Nitrobenzol entwickeln werden, die werden sich natürlich für alle anderen Fälle, also wenn Sie Benzonitril haben oder wenn Sie irgendwie Acetophenon haben oder ähnliches, lassen Sie sich natürlich genauso übertragen. Also wenn Sie sich Nitrobenzol ansehen, dann muss man als erstes feststellen, dass Nitrobenzol als Ganzes deutlich weniger elektronenreich ist als Benzol. Und in diesem Fall findet hier die Zweitsubstitution in Metaposition statt. Ich stelle das jetzt mal vor an einem Beispiel einer Bromierung. Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob das überhaupt noch geht. Ob eine Bromierung von Nitrobenzol überhaupt noch funktioniert. Weiß ich nicht mal. Aber for the sake of argument ist es perfekt. Was man auf jeden Fall machen kann, ist, Nitrobenzol kann auf jeden Fall sulfoniert werden und nitriert werden. Ich will Sie aber nicht verwirren. Deshalb macht es mehr Sinn, wenn ich Ihnen, um den Formalismus zu zeigen, wenn ich einfach
formal in Nitrobenzolbromieren. Okay? Schauen Sie mal im Netz nach und Sie können mir dann ja morgen sagen, ob man Nitrobenzol noch bromieren kann. Sie sind ja alle knospende Akademiker und Akademiker bedeutet natürlich erblühende, glaube ich, heißt das im Deutschen. Im Amerikanischen nennt man das Budding, also knospend. Das heißt, Sie müssen halt auch selbstständig Lösungen für Probleme finden. Schauen Sie es mal nach und erzählen Sie mir dann, ob es geht oder nicht. Ja? Damit können Sie auch natürlich richtig Ihren Sinn für Organik trainieren. Gut, nehmen wir mal an, das geht. Was dann passieren würde, ist Brom und Gallium, womit würden natürlich dann zu GABR4- reagieren und BR+. Und in diesem Fall würde man beobachten, einen Angriff in der Metaposition. Und was man dann hätte, ist, man würde anfangen, natürlich mit einer zweite Resonanzstruktur, wie Sie das dann erwarten. Und natürlich dann eine dritte Resonanzstruktur, die hier auch existiert, die auch distinkt ist, weil natürlich durch die Nitrogruppe die Symmetrie am Benzolring aufgehoben wird. Ist diese hier. So, wie Sie schon sehen, trägt der Stickstoff hier formal eine positive Ladung. Das heißt, der deaktiviert schon das gesamte System. Das heißt, hier, wenn Sie in Metastellung substituieren, ist das Ganze nicht besonders gut, aber es kommt ganz offensichtlich nicht zu irgendeiner Kollision der Ladung. Das heißt, die liegen also nicht nebeneinander. Und das heißt, wenn Sie jetzt natürlich wieder ein Proton entfernen, dann kommen Sie zu dem Methanitrobrombenzol. Das hier ist okay, aber vielleicht so gerade eben. Wenn Sie jetzt versuchen, die Bromierung in Parastellung durchzuführen, will ich Ihnen zeigen, was passiert. Also Meta, Substitution und jetzt versuchen wir hier mal Parasubstitution. Wiederum Nitrobenzol BR+. Und Sie sehen, diese Resonanzstruktur, die ist jetzt okay. Wenn Sie jetzt aber eine weitere Resonanzstruktur aufmalen, dann werden Sie sehen, warum die Parasubstitution im Nitrobenzol durch Elektrophile keine besonders gute Idee ist. Sie haben nämlich jetzt auf einmal hier
Und Sie haben natürlich auch die weiteren Resonanzstrukturen, eine weitere Resonanzstruktur, wie Sie sich das vorstellen können. Sie haben jetzt hier eine Resonanzstruktur, die man im Vernakular als echt scheiße bezeichnen könnte. Warum? Weil, oder umgangssprachlich, ich glaube, das ist der korrekte Ausdruck im Deutschen. Warum? Weil man hier zwei positive Ladungen direkt nebeneinander hat und das geht eben gar nicht. So. Das heißt also, die Bromierung von Nitrobenzol in Paraposition funktioniert überhaupt gar nicht. Null. Nada. Nothing. Nichts. Geht nicht. That's it. Ein wirkliches Beispiel einer Reaktion von Nitrobenzol, die Sie beobachten können, über die haben wir ja schon kurz geredet, was tatsächlich geht, ist die Sulfonierung. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Stunde schon kurz angesprochen. Sie werden das jetzt aber natürlich verstehen, warum die Situation so ist, wie sie ist. Hier müssen Sie H2SO4, also konzentrierte Schwefelsäure, mit 25% SO3 aufgelöst, also Oleum, 70 Grad Celsius für ungefähr 6 Stunden. Und dann isolieren Sie zu 97% Prozent Para. Und dann tatsächlich nur 1% Otto. Sie sehen also, dass die Effekte hier absolut dramatisch sind. Tatsächlich sind also diese akzeptorsubstituierenden Aromaten, die haben tatsächlich eine starke metadirigierende Wirkung und zwar nicht, weil die Metaposition besonders gut ist, sondern weil sie einfach nur weniger schlecht ist. Ja, also sozusagen Metasubstitution ist hier das richtige Leben. Ne? Ich meine, der Normalfall ist doch, zumindest in meinem Leben immer so, jeden Morgen, wenn ich aufwache, es gibt normalerweise immer eine Auswahl, was man tun kann am Tag. Und normalerweise ist es die Auswahl zwischen, naja, so gerade erträglich und völlig unakzeptabel. Und es ist doch eigentlich selten so, dass die Auswahl ist zwischen, ja, prima und, oh mein Gott, das ist ja super gut. Also das heißt, Metasubstitution am Akzeptor substituierten Aromaten, das ist das richtige Leben. Glauben Sie es mir. Ja, da kann man nicht drüber lächeln. Das ist traurig, aber wahr. Also, organische Chemie ist wie das richtige Leben. Auswahl zwischen gerade so akzeptabel und unerträglich. Gut. Jetzt habe ich natürlich hantiert hier mit zwei verschiedenen Effekten, ohne sie darüber aufzuklären. So, darüber müssen wir noch kurz reden, und zwar, es gibt, um die Dinge wirklich verstehen zu können, es gibt sogenannte induktive Effekte und mesomere Effekte. Die induktiven Effekte gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, und zwar heißen die Plus-I-Effekt
und, was Sie jetzt vielleicht nicht besonders überrascht, dann auch ein Minus-I-Effekt. Bei den mesomeren Effekten gilt das ebenfalls, es gibt einen Plus-M-Effekt und einen Minus-M-Effekt. So, wenn Sie das haben, können Sie jeden Substituenten an einem Benzolkern einordnen und ihn in einen Quadranten stecken. Und zwar gibt es hier vier Quadranten. Plus I, plus M. Also es gibt hier dann Substituenten, die sind plus I, plus M. Also die sind sowohl... Jetzt machen Sie den Kurs schon fertig. Warum haben Sie nicht... Okay. Dann gibt es plus M, dann sollte es im Prinzip plus M minus I, also oder beziehungsweise minus I plus M Substituenten geben. Und dann gibt es minus I minus M und dann sollte es auch im Prinzip plus I minus M Substituenten geben. So, jetzt haben wir dieses kleine Kreuzchen hier erstmal da. Jetzt müssen wir uns natürlich angucken, erstmal, was ist überhaupt ein Plus-I-Effekt und Minus-I-Effekt. Also induktive Effekte kommen bei Substituenten wie zum Beispiel der Methylgruppe. Die hat lediglich einen Plus-I-Effekt, das heißt also einen elektronenschiebenden Effekt, der aber nicht durch Mesomere, sondern nur durch induktive Effekte hervorgerufen wird. Was heißt das? Wir haben ja gesehen, dass im Fall vom Toluol auch eine, ich nenne es hier einfach mal elektrophil, eine deutliche Bevorzugung der Ortho- und der Paraposition existieren. Aber auf der anderen Seite hätte jetzt ja natürlich eine Alkylgruppe keine Möglichkeit, jetzt ein freies Elektronenpaar jetzt hier irgendwie rein zu delokalisieren. Dann ist also die Frage, woran liegt die Stabilisierung hier dieser positiven Ladung und woher kommt es, dass das hier schneller geht. Die Antwort ist, die Methylgruppe stabilisiert die positive Ladung hier dadurch, dass sie einfach induktiv elektronenschiebend ist und durch hyperkonjugative Effekte. Also Sie haben hier einen Plus-I-Effekt. Aber Sie haben im Grunde genommen keinerlei M-Effekt. Das heißt also, Sie haben hier im Grunde genommen liegen Sie mit der Methylgruppe hier im Grunde genommen auf dieser Achse. So. Wenn Sie jetzt, und das ist ganz interessant, wenn Sie jetzt zum Beispiel als Erstsubstituenten irgendwie ein Halogen haben, also Chlor, dann haben Sie den umgekehrten Fall. Und zwar, Chlor ist ja elektronegativ und deshalb elektronenziehend. Konsequenterweise saugt das Chlor hier im Grunde genommen Elektronendichte aus dem Ring ab. Das heißt, Sie haben einen Minus-I-Effekt, aber gleichzeitig können natürlich die freien Elektronenpaare des Chlors hier
können die positive Ladung Resonanz stabilisieren. Nicht besonders gut, aber die können das. Also es ist für Chlorbrom und Jod. Das heißt, Chlorbrom und Jod haben eine ganz interessante Eigenschaft, dass sie auf der einen Seite plus M sind, aber minus I. Brom, Chlor, Jod. Plus M, weil Mesomeriestabilisierung, das ist nämlich natürlich eine Mesomeriestabilisierung hier, stattfinden kann, aber eine induktive Destabilisierung, weil dieses blöde Ding eben elektronegativ ist. Ne? Konsequenterweise, was man da interessanterweise sieht, ist, dass die Geschwindigkeit der Zweitsubstitution herabgesetzt ist, aber auf der anderen Seite die Ortho- und Para dirigierende Wirkung ist sehr stark. Damit sind die ganz ungewöhnlich. So. Dann hat man natürlich eben Substituenten wie zum Beispiel hier NME2. Diese Substituenten wirken dramatisch ortho- und para-aktivierend, richtig dramatisch. Also hier können Sie zum Beispiel schon Nitrierungen durchführen mit verdünnter Salpetersäure. Ja, da brauchen Sie überhaupt nicht viel zu machen. Also wenn Sie mal irgendwie in einem OC-Praktikum irgendwelche aromatischen tertiären Amine funktionalisieren müssen als Nitroverbindung oder sowas, verdünnte Salpetersäure drauf, dann können Sie nach Hause gehen, am nächsten Morgen sollten eine Kristallchen ausfallen. Also die Sachen sind sehr reaktiv. Da würde man wahrscheinlich dann auch sagen, dass der I-Effekt eigentlich sehr gering ist, aber dass sie vor allen Dingen einen überwältigenden Plus-M-Effekt haben. Dasselbe gilt für Substituenten wie Methoxy, die auch einen überwältigenden Plus-M-Effekt zeigen. Und im Prinzip sollte, weil ja Sauerstoff elektronegativ ist, sollte man da auch einen Minus-I-Effekt haben, aber der kommt aufgrund der wirklich überwältigenden Stärke des Plus-M-Effekts überhaupt nicht zum Tragen. Das spielt keine Rolle. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, warum funktioniert das im Chlor? Also Sauerstoff ist ja im Grunde elektronegativer als Chlor. Ne? Das heißt, man sollte sagen, im Grunde genommen müsste der Minus-I-Effekt vom Chlor müsste weniger sein als der Minus-I-Effekt vom Sauerstoff. Der wird aber vom Sauerstoff überwältigt, der Plus-M-Effekt, das alles so dramatisch, weil natürlich im Chlor ist dieses freie Elektronenpaar, wird nur widerwilliger hier rein delokalisiert, weil natürlich Chlor in der ersten, zweiten Periode steht und nicht in der ersten. Das heißt also, was in der ersten Periode steht, zweiten Periode, also was Bohrkohlenstoff, also Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff machen halt super Doppelbindungen und die sind eben in der gleichen Periode, haben die gleiche Größe. Das heißt, da sind solche Resonanzstrukturen sehr gut, die zur Stabilisierung hier führen, aber im Fall von Chlor, das halt eine Periode weiter drunter ist, ist die Resonanzstabilisierung zwar noch da, aber längst nicht so gut. Das heißt, hier kommt der Minus-I-Effekt zum Tragen. Der kommt eben überhaupt nicht mehr zum Tragen, weil sowas wie hier die Methylamino oder Methoxy. So, dann haben Sie also diese ganze, sozusagen im Grunde genommen hier, diese ganze Hälfte hier ist Ortho, also alles was auf der Seite ist, ne, und ist im Prinzip Ortho-Para-dirigieren. Dann haben Sie natürlich die Sachen, die minus I und minus M dirigierend sind, und da haben Sie natürlich Nitrogruppe. Ja, haben Sie eine Frage? Habe ich irgendwas? Wenn Sie eine Frage haben, kein Problem, dann bringt Ihnen der Herr Maurer schnell das
das Mikro, wenn ich unklar bin. Haben Sie das bisher alles so verstanden, meine Ausführung? Wer nicht? Gut. Ja, also wie gesagt, bei mir ist wie beim Zahnarzt. Wenn Sie Ihren Mund nicht aufmachen, kann ich Ihnen nicht helfen. Ja, also das ist halt so. Ja. Gut. Sie haben dann also zum Beispiel wie NO2 oder CN oder also minus I minus M plus I minus M. So. Und dann haben Sie noch eine Klasse von Substituenten, die auch sehr interessant sind, wie zum Beispiel CF3 oder CCl3. Die haben lediglich einen super starken Minus-I-Effekt. Die sind aber auch metadirigierend. Also Sie können ortodirigierend können Sie werden durch entweder durch Plus-I oder durch Plus-M-Effekte oder durch eine Kombination von beiden. Wenn Sie einen Plus-M und einen Minus-I-Effekt haben, dann sind Sie auch ortho- und paradirigierend, aber werden Sie langsamer. Wenn Sie einen Minus-M-Effekt haben, dann sind Sie immer metadirigierend, immer. Minus-M, Meta. Wenn Sie nur einen Minus-I-Effekt haben, vor allem wenn Sie einen starken Minus-I-Effekt haben, wie das hier bei dem CF3 oder CCl3 ist, dann haben Sie auch reine Meta-Direktion. Ja? Also das sind die Regeln für die Zweitsubstitution. Ja. Also Cyano, Ester, Nitril, Nitro, alle minus I minus M. Dann auf der anderen Seite CF3 hat minus I, all das ist Meta. Jetzt gibt es natürlich schon Substituenten, die sowohl plus I plus M haben. Und zwar sind das dann zum Beispiel Phenolate. Da haben Sie eine fette negative Ladung. Und Phenolate zum Beispiel, die haben ganz stark plus I und ganz stark plus M. Und da sind die Sachen, also die gehen ab wie Raketen. Da können Sie zum Beispiel mit einer verdünnten Bromlösung, können Sie hier drei Bromsubstituenten sofort, das können Sie eintitrieren im Grunde genommen. Und Sie können dann sogar letztendlich, wenn Sie das geschickt machen, können Sie sogar noch einen Brom dran machen, dann können Sie sogar im Grunde genommen ein neutrales Intermediat, das Wieland-artig ist, hinterher isolieren. Ja. Also die sind dann super aktiv. So. Also, Sie können das auch anders, Sie können das eben auch anders nochmal beschreiben. Und zwar, Sie können sagen, plus M, Pi-Donor, minus M, Pi-Akzeptor, plus I, Sigma-Donor, minus I, Sigma, Akzeptor. Gut. Also, das Interessante ist natürlich, dass minus M-Substituenten können dann negative Ladungen gut stabilisieren und das kann ich Ihnen dann mal zeigen an der nukleophilen aromatischen Substitution. Die ist natürlich nicht, die ist auch wichtig, aber nicht ganz so dramatisch wichtig wie die elektrophile aromatische Substitution, die wirklich Importance Prime wirklich super wichtig ist. Bevor wir jetzt zur Frage nach den Alkylaromaten gehen, möchte ich kurz noch ein weiteres kleines
ein kurzes weiteres kleines Topic hier ansprechen, und zwar ist es die Frage nach der Ipso-Substitution. Also wir sind jetzt mit der Zweitsubstitution fertig. Sie haben das hoffentlich, überlegen Sie sich das bitte, und die Konsequenzen für die Zweitsubstitution sind sehr interessant. Überlegen Sie sich Folgendes: Wenn Sie zum Beispiel Brombenzol nitrieren, dann bekommen Sie Ortho- und Paranitrobrombenzol. Wenn Sie Nitrobenzol halogenieren, bekommen Sie aber Meta. Das heißt, durch die Wahl der Substituenten und durch die Frage, wie Sie die hintereinander einführen, also durch sozusagen, ob Sie zuerst den Akzeptor oder zuerst den Donor einführen, können Sie die Substitutionsmuster am Benzol super effizient steuern. Ganz wichtig. Also es ist eine ganz wesentliche Geschichte. Und der klassische Fall ist natürlich das Triiodbenzol 1,3,5. Da müssen Sie einiges an Klimmzügen machen, um das zu kommen, mal bekommen. Und ich werde, oder das 1,3,5 Tribromenzol spielt keine Rolle, weil wenn Sie einfach mit Bromenzol anfangen und dann einfach weiter bromieren, bekommen Sie natürlich das 1,2 oder 1,4 Dibromenzol und natürlich nicht das entsprechende 1,3 Dibromenzol. Wenn ich vielleicht Zeit habe, dann werde ich Ihnen mal zeigen, wie man sowas herstellt. Aber gut. Ipso-Substitution. Also Ipso-Substitution. Also Ipso heißt selber. Und es gibt Fälle, in denen ein Substituent verdrängt werden kann. Das ist dann, wenn Sie zum Beispiel Tertiärbutylgruppen haben hier, wenn Sie dann ein Elektrophil addieren, dann können Sie letztendlich hier und so weiter und so fort. Und warum geht das? Weil Sie dann hier letztendlich das Tertiärbutylkation freisetzen, was eben energetisch nicht so furchtbar hoch liegt. Ja? Plus dann hier dasselbe gilt nicht nur für Tertiärbutyl, sondern eigentlich noch auf wesentlich hübschere Weise für Trimethylsilyl. Trimethylsilyl ist im Grunde genommen nur ein fettes Proton. Und zwar sozusagen ein besonders aktives Proton. Ja? Also für die organischen Chemiker ist Trimethylsilyl häufig einfach ein Protonenersatz. Aber sozusagen ein ausgezeichnetes Proton in diesem Fall, weil hier nämlich jetzt die elektrophile Substitution im Ipso-Verfahren abläuft. Das heißt also, wenn Sie jetzt Ihre Finger oder Ihre Hände, if you get your hands on this type of material, also wenn Sie irgendwie das in die Finger kriegen, das heißt es im Deutschen, dann können Sie hier zum Beispiel durch Brom selektiv diese Position hier bromieren und Sie kommen dann natürlich wiederum über das entsprechende kommen Sie dann hier zur positiven Ladung. Und in dem Fall hier entfernen Sie dann die Trimethylsilylgruppe und Sie kommen dann hier zum entsprechenden Brombenzol. Das ist sehr praktisch, weil Sie nämlich dann eine Position im Benzolring direkt markieren können und Sie keine Selektivitätsprobleme haben. Also wenn Sie eine Trimethylsilylgruppe einführen können, dann wissen Sie, dass Sie die durch Elektrophile, vor allen Dingen Halogene, sehr leicht entfernen können. Ganz wichtig. Oder was auch ganz lustig ist, wenn Sie hier Bleitetraacetat nehmen, können Sie das tatsächlich auch direkt ins entsprechende Phenol überführen. Das ist auch eine ganz coole Reaktion. Ja. Mechanistisch ist mir das nicht ganz klar, wie das funktioniert, aber es geht und es geht auch ganz gut. Ja. Ist also ein klassischer Schritt, der in einigen Naturstoffsynthesen tatsächlich verwendet wurde, vor allen Dingen in der Vollhardtschen Östron-Synthese, dann in einem der vorletzten oder in einem der letzten Schritte, da wird dann eben auch eine Trimethylsilylgruppe in ein Phenol umgewandelt.
Das ist eine sehr praktische Methode, weil man normalerweise Phenole nicht so einfach herstellen kann. Gut, also ist Ipso-Substitution, aber Ipso-Substitution selten. Und natürlich machen Sie Ipso-Substitution auch deshalb nur äußerst ungern, weil Sie sich natürlich erstmal hier die entsprechende trimethylsilylierte Verbindung oder die tertiabutylierte Verbindung herstellen müssen. Und wenn sich das verhindern lässt, Sie wollen ja nicht irgendwelche zusätzlichen Stufen machen, wenn es geht. Ne? Gut. Okay, damit sind wir jetzt mit Punkt 6 fertig und jetzt müssen wir zu Punkt 7 gehen, Alkylaromaten. Also Punkt 7, Alkylaromaten und Verwandte. So. Also die Alkylaromaten, die Sie wahrscheinlich schon alle kennen, gelernt haben, ist natürlich Toluol. Also Methylbenzol. Dann also ich male die CH3-Gruppe jetzt hier mit so einem Strich. Und das heißt, die kann entweder hier in der Ortho-, Meta- oder in der Paraposition sein. Und dabei handelt es sich eben um die Xylole. Das heißt, es wäre dann Orthoxylol, also dementsprechend wäre dann das hier zum Beispiel das Orthoxylol, dann wäre das andere das Metaxylol, das dritte ist Paraxylol. Ne? Genau. Was ganz lustig ist, wenn Sie sich das Paraxylol ansehen, dann schmilzt das Paraxylol bei plus 13 Grad. Wenn Sie sich dagegen das Orthoxylol ansehen, dann schmilzt es bei minus 25 Grad. Der Grund dafür ist, dass sich Paraxylol super packen lässt in der Kristallstruktur und Sie dann wirklich schönes Musterchen kriegen. Und das heißt, wenn Sie sich den gut packen lassen und eine hohe Bindungsenthalpie dann im Kristall, wenn sich das dann hohe negative Bindungsenthalpie bei der Kristallbildung da ist, dann bekommen Sie hohe Schmelzpunkte. Das haben Sie hier. Ne? Also, Kristalle lieben Symmetrie. Wie kann man jetzt Alkylaromaten herstellen? Nun, im Prinzip kann man sich ja überlegen, dass man Benzol sowohl als Reagenz als auch als Lösungsmittel verwendet und dann einfach Chlormethan und Aluminiumchlorid nimmt. Und was man hier dann natürlich erwarten sollte, ist, as advertised, und das passiert tatsächlich auch. Sie wissen jetzt ja, Sie haben noch zwei weitere Resonanzstrukturen hier, bei der die positive Ladung Ortho zum einkommenden Substituenten ist, zum eintretenden Substituenten ist und Sie verlieren dann hier natürlich wieder ein Proton und Sie sind dann bei Toluol. So, jetzt haben Sie aber natürlich ein Problemchen. Warum? Toluol ist natürlich elektronenreicher als Benzol, das heißt, das ist reaktiver und wird schneller mit dem entsprechenden Methylchlorid reagieren. Das heißt also, Sie können die Reaktion kaum aufhalten. Sie nehmen also wieder Chlormethan hier und bekommen dann eine Mischung aus Ortho, Meta und Paraxylol. Und natürlich ist Meta und Para sind natürlich bevorzugt hier, aber Sie kriegen auch Meta, weil die aktivierende und dirigierende Wirkung von der Methylgruppe eben nicht sonderlich
die ist jetzt nicht dramatisch. Das ist der, da sind die entsprechenden Metas, gibt es ja auch noch zu ein paar Prozent. So, und das Xylol ist natürlich noch reaktiver und sie kommen dann natürlich zum entsprechenden, das hier wäre das Mesethylen, und dann zu den entsprechenden anderen. Trimethylbenzol. Und das geht dann weiter. Und im Grunde können Sie das dann machen, bis Sie zum entsprechenden Hexamethylbenzol kommen. Interessanterweise, wenn Sie Chlormethan mit Aluminiumtrichlorid reagieren lassen, dann ist es nicht so, dass das Methylkation angreift, weil das Methylkation, das existiert in der Hölle, aber hier sicherlich nicht, sondern was Sie dann haben, Sie haben dann einen Komplex CH3ClAlCl3, bei dem Sie eine sehr starke positive Partialladung hier haben und eine sehr starke negative Partialladung hier haben, und das reicht, um hier die Methylgruppe zu übertragen. Aber Sie haben kein wirklich freies Kation. Wie gesagt, sonst wären Sie in der Kationhölle. Da wollen Sie nicht hin. Ne? Bei anderen, zum Beispiel, wenn Sie Isopropylchlorid nehmen würden oder zwei Chlor oder zwei Brompropan, dann ist das was völlig anderes. Dann können Sie tatsächlich da letztendlich das freie, oder auch wenn Sie Tertiärbutylchlorid nehmen, können Sie tatsächlich das entsprechende freie Kation produzieren unter den korrekten Bedingungen. Ne? So. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man hier, wenn man im Labor Toluol machen will, nicht, dass man das jemals nicht, dass man das jemals im Labor produzieren würde, das kann man natürlich preiswert kaufen, im Tonnenmaßstab oder kriegt sogar von der BASF geschenkt, aber im Prinzip wäre dann im Labor die Friedel-Kraft Alkylierung keine gute Methode, um Alkylaromaten herzustellen. Also Friedel-Kraft-Alkylierung. Sie können das wahrscheinlich hier machen, wenn Sie einen sehr großen Überschuss an Benzol nehmen als Lösungsmittel und sehr geringe Mengen an Methylchlorid einsetzen und zusätzlich dann noch die entsprechenden Di- und Trimethylbenzole dann hinterher trennen. Das heißt also, was Sie machen würden großtechnisch, Sie würden eine Mischung aus Toluol, Xylolen und den entsprechenden Trimethylbenzolen herstellen, die Reaktion stoppen irgendwann mal und dann würden Sie Sachen einfach trennen. Und dann wash, rinse and repeat, ne? Mehr Benzol zufügen und die ganze Geschichte nochmal machen. Interessant, als Friedel-Kraftkatalysatoren, also generell, wir haben ja schon ein bisschen was über Friedel-Kraftkatalysatoren, sind immer Lewis-Säuren, und typischerweise kann man dann nehmen Aluminiumtrichlorid, Aluminiumtribromid, BF3. Man müsste im Prinzip natürlich auch BCl3 nehmen können, Galliumtrichlorid, aber zum Beispiel dann auch Titantetrachlorid. Das sind alles mögliche Lewis-Säuren, die hier die Reaktivität richtig ankurbeln. So, es gibt jetzt einen interessanten industriellen, Prozess, der Isopropylbenzol verwendet. Und zwar heißt diese Reaktion die sogenannte der Hoeksche Kumol-Phenol-Prozess.
aber ich sehe, es ist jetzt schon 9 Uhr. Das heißt, wir werden uns den Hockschen Cumol-Phenol-Prozess für morgen aufsparen. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, Sie dann morgen hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Tag. Also, tschüss.